Jo Leute, was geht ab? Flo ist wieder am Start. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde World of Tanks. Und ja, wir sind wieder in unserer Garage, sorry. Und gucken nochmal kurz rein. Wir sind auf dem Weg zum Funkgerät 12 bei dem 6er hier. Haben schon wieder ordentliche 4200 Gefechtserfahrung. Die freie werde ich hier auch reindonnern. Das heißt, wir sind gar nicht mehr so weit davon entfernt. Ja, das wollen wir nochmal mit dem Sieg krönen. Oh, ich bin sehr hoch eingeordnet. Das ist schön. Das gefällt mir gut. Gucken, ob wir es auch nutzen können. So. Feuriger Bogen heißt die Map. Zack. So. Ich weiß nicht, ob man sieht, ich habe die Grafik ein bisschen runtergestellt. So sieht man auf jeden Fall wohl. Um mal das mit den FPS zu testen. Ich glaube, ich kann die mal wieder ein bisschen hochdrehen, weil ich diese 3D-Animation auch runtergestellt habe. Aber schauen wir mal. Schauen wir mal, sagt der Kaiser. So, auf geht's. Dann fahren wir hin. Ich fahre hier geradeaus einfach mal. Ah, wie direkt geballert. Sauber, das ist wichtig. Und noch mehr ballern. Gut so, Jungs, gut so. Kann ich jetzt hier mit dem fetten Panzer wohl da direkt vorne hinfahren? Das ist halt eine Scheiße. Ich fahr mal hier raus. Trick 17. Ja, guck mal, der erste wird schon aufgedeckt. Aber meine FPS sind um einiges besser. Das ist ein krasser Unterschied. Ich möchte mal wissen, ob das von dem Modpack auch, das Modpack auch nochmal einen riesen Unterschied macht. Nimmt das viele Ressourcen weg? Habt ihr damit Erfahrung? Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr Bock habt. So, also geht's hier den Berg hoch. Und da oben wollen wir uns dann schön in Position bringen. Was ist denn mit ihm los hier? Na los, na los, na los. Das ist immer so ein Rumgekrabbele hier. Wir stehen aber schon eins in Führung, das ist gut. Von denen hat sich schon ein Fünfer verabschiedet. Da werden die nächsten aufgedeckt. Kann ich hier von hier oben schießen und dann immer wieder runterfahren? Nicht so schlecht, oder? So, der ist dahinter. Jetzt checke ich das erstmal. Der aber nicht, oder? Aber der. Boah. Fuck. Und der da. Hab ich aufgedeckt. Ach, da! Scheiße, ich kann da nicht draufballern. Geht zu Back runter. Aber wenn er da alleine ist, dann kann ich jetzt auch mal im End dann weiter vorfahren. Warum ist der nicht aufgedeckt? Der muss doch da irgendwo sein. Da ist einer drin, hundertprozentig. Nur Abpraller? Treffer, ich hab doch. Ich hab doch gar nicht getroffen. Wirkungstreffer. Jawohl, das war gut. Ist der so am Lenken oder bin ich so am Lenken? Das ist ja schlimm. Nein! Mann, oh Mann, oh Mann. Nein, jetzt fährt er doch noch weiter, ich glaube es nicht. Oh, dass wir den jetzt nicht getötet haben, ey. Ich krieg zu viel. Ist auch noch einer. Querschläger!
Querschläger läuft. Gut Dunst da reingeballert. Jawohl, schönes Ding. Ich hab 3-3. Müsste aber noch irgendwo einer sein, ne? Ist einer denn weggefahren? Guck mal. Kette wurde getroffen, sie kann jeden Moment reißen. Wirkungstreffer. Okay, das war jetzt nicht so schlau. Signalreichweite verringert. Nein! Der Turm dreht sich nur noch langsam. Okay, das war jetzt sehr schlecht gespielt von mir. Das war's für uns. Ich wollte eigentlich dran vorbeifahren, aber der hat direkt den Braten gerochen. Und hier unten war ich auch frei für die anderen. Also das war eine schlechte Entscheidung. Nicht gut, nicht gut. Ich hoffe, wir können das Spiel noch gewinnen. Ich hoffe, die schaffen das auch ohne mich da. Okay. Weiter geht's mit dem Hetzer. Wie waren wir da verblieben? Ach ja, auf dem Weg zur neuen Kanone, genau. Richtig. Zack. So, wir spielen eben auf der Karte Murowanka. Was immer das auch ist. Ah ja, die. Mhm, da war ich auch schon ein paar Mal. Mal schauen, was so geht. Ich glaube, hier kann man sich aber auch relativ gut verstecken im Hetzer, oder? Hm, aber wo? Wo ist die Frage? Das ist hier die Frage der Fragen. Wo geht's denn hier hoch irgendwo? Da oben, ne? Da oben ist, glaube ich, ein ganz guter Spot, so. Keine Ahnung, B2 oder so. Wo fahre ich denn jetzt hin? Ja, oder C2. Da geht es auf jeden Fall ein bisschen hoch und da sind ein paar Büsche. Da stelle ich mich mal rein mit dem Hetzerchen. Schauen wir mal, sagt der Geiser. Fährt hier ganz bisschen ganz rum. Ja, das ist der erste schon aufgedeckt von den Gegnern. Warum schießt er die ganze Zeit? Was tut er denn? Alter. Das ist ja völlig Kamikaze. Scheiße, der Spot. Ah, das ist kacke. Das sind alle Scheiß-Spots hier. Ich dachte, hier wäre noch ein Busch, aber das ist so ein Baum. Das ist alles Mist. Kann man sich. Ist das hinter der Karte oder kann man sich hier vorne noch hinstellen? Hier wäre, glaube ich, gar nicht schlecht. Ah ja, der ist gut hier. Vorne raus. Ja. Jetzt werden ja natürlich dahinter alle aufgedeckt, ist klar. Vorhin standen die noch alle vorne in dem Dorf. Ich muss mal rauskommen, da drauf schießen. Jawoll! Krass. Ui. Ich bin jetzt natürlich ein bisschen auf alleine. Allein sozusagen. Ich gehe stark davon aus, dass sie mich jetzt haben wollen.
sind erledigt. Nice. Raus hier. Ja, das war auch ein sehr gutes Spiel. Nicht. Aber ich war auf der einen Seite war ich sowas von alleine. Die waren dann, keine Ahnung, so in der Überzahl. Mein Sechster ist nur im Gefecht hier. Was tue ich denn jetzt? Soll ich da mal wieder die Lafette rausholen, Freunde? Soll ich es mal wieder wagen? Ah, ein Sieg für den Sechser. Jawohl, ja. 792. 850 Schaden habe ich dann doch gemacht. Okay. Okay, ja, dann stellt sich die Frage nicht mit der Lafette. Oder wollt ihr die Lafette mal sehen wieder von mir? Wollt ihr mal sehen, wie man es nicht macht? Dann schreibt das mal in die Kommentare. Obwohl, ab und zu mal ist wahrscheinlich mal eine ganz nette Abwechslung. So, wir sind jetzt ja, wieder relativ klein eingeteilt. Ein paar Achter sind dabei. Das heißt für mich chillen. Also nicht so weit vorpreschen wie so ein Bekloppter. Schauen wir mal, wie das so klappt. Wo fahren wir hin? Links, rechts, geradeaus. Keine Ahnung. Ich glaube, ich fahre mal mit der Mehrheit. Das ist, glaube ich, immer ein ganz guter Plan. Rechts. Und dann über an dem Kartenrand vorbei. I don't know. Schauen wir mal. Auf geht's! Fahren dann die ganzen Leute hin. Links. Geradeaus. Ich fahre mal hier so mit. Die fahren alle so zielstrebig da auf den Berg zu. Das ist bestimmt ein geiler Spot. Hilfe, Hilfe. Mein Gott, hier geht's ja hoch, ey. Da bist du ja blind. So. Aber ist das so geil, hier so mittig zu fahren? Keine Ahnung, die können uns doch von rechts angreifen, von links. Oder ist das, ach, hier ist so ein Berg. Okay, jetzt sehe ich's. Und die ersten teilen da schon aus. Wenn ich hier noch hinterher gummel. Ach, guck mal, hier oben sind so Felsen, wo man sich hinter verstecken kann, ich verstehe. Schöner Treffer. Auf den, um den müssen wir uns kümmern. Fahren wir noch nach hier hin, um den vielleicht da noch zu erwischen. Das sind jetzt drei. Ich brauche auf jeden Fall Hilfe. Besser. Bin ich hinter dem Fels, muss ich hinter dem Hügel. Irgendwie hinter oder was? Jawohl, töte ihn. Nein, töte ihn! Jawohl! Boah, geht ja hoch, krass. Bin ich aber irgendwie auch. Einsamer Flur. Da muss ich wieder weg, Freunde. Ich muss wieder da oben zu den anderen. Hier ist irgendwie nichts in Reichweite. Aber ich habe auch keinen Bock, dass sie uns hier von der Flanke reinkommen. Nee.
wieder sauber in Bomben fahren. Jetzt kommt von links aber auch die Panzer. Ist nicht so gut. Auch ein scheiß Spot. Hier wird immer von links und rechts dann eingekesselt. Das ist echt ein tricky Schlachtfeld hier, ehrlich gesagt. Ich schieß mal zu dem da auf. Vielleicht können wir da was reißen. Der ist da. Oh, geil, hat keinen Schaden gemacht. Ist gut. Gegen voll durch ihre Panzerung. Oh, 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 oh. Jawoll, schönes Ding. Das haben wir gut gemacht. Puh, das war gut, das war gut, das war gut. Die habe ich dreimal getroffen für insgesamt 505 Punkte. So, jetzt müssen wir zwei Artis sind noch am Start, die müssen wir jetzt aufdecken. Dann bin ich glücklich, Freunde. Dann bin ich glücklich. Aber ich denke mal, das machen die beiden schon. Eine ist schon kaputt. Die andere wird jetzt gleich auch den Geist aufgeben. Jawoll, schön. Gutes Gefecht. Gefällt mir außerordentlich gut. Gucken, wie viel wir dafür kriegen. Schauen wir mal, sagt der Kaiser. Oh, guck mal. Den Auftrag wieder abgeschlossen hier. 50.000 Belohnung. Und jetzt? Mindestens zwei Gegnerfahrzeuge, zwei verschiedene Typen. Aha. Okay. Teamauswertung. 505 Schaden, einen zerstört. Ja. Im unteren Mittelfeld. Alles gut. Okay, Freunde. Vielen Dank fürs Zusehen wieder, wenn ihr es bis zu diesem Punkt geguckt habt. Und wenn euch das gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch, so wie immer. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Dann wird, glaube ich, bald ein neues Funkgerät fertig, möchte ich mal fast meinen. Und ja, bleibt sauber und bis dann. Ciao, ciao.